Wenn man meint, das Zeitreisen wäre total toll und die Leute hätten total Spaß dran und das wäre total easy und geil und das, dann muss man sagen, genau so ist es, klar. Ist ja toll, wenn man überall hin kann, wo man will. Aber das Zeitreisen birgt auch einige Gefahren. Es können also kleine Zeitlöcher entstehen oder kleine Zeitrisse und dann kann es schon mal vorkommen, dass man irgendwie ein bisschen neben sich steht. Und wir hatten im letzten Konzert zu sechst. Die anderen drei kamen ein bisschen später als wir, 600 Millisekunden. Das war ein ordentliches Geschepper auf der Bühne. Und ich glaube, die haben auch ein anderes Programm gespielt. Aber den Leuten hat es gefallen, waren genauso begeistert wie ihr heute Abend. Das kann man mal sehen, was man alles machen kann. Ja, und wir hatten auch schon mal eine Probe mit über 20 Leuten. Wir haben einen sehr kleinen Proberaum. Also Zeitreisen ist gefährlich. Und vor allem, wenn die anderen dann verschwinden, weiß man nicht, haben die jetzt den nächsten Gig oder war das unser letzter und so weiter. Und über diese unangenehme Seite des Zeitreisens haben wir ein Lied gemacht. Es heißt Merkwürdige Erinnerungen an den Tod und beginnt so, wie ich meine Tastatur bearbeitet habe da unten. Merkwürdige Erinnerungen an den Tod.